Und wir haben wieder alle 25 eingesammelt. Ja, schön. Läuft. Mhm. Und wenn ich das richtig sehe, ja, gibt es nur noch 3 Level. Ist denn das Spiel schon vorbei? Nein. Das kann, nee, da gibt es eine neue Karte dann, oder? Aber 900, ja, also... Schon ordentlich, ne? Nee, ich glaube, da kommt dann wirklich nicht mehr so viel. Na gut. Wir werden sehen. Nächste Level. Ja. Amadeus, Pontius und Soria konnten ihr Heldendasein also nicht an den Nagel hängen. Statt ihre außergewöhnlichen Kräfte loszuwerden, hatten sie das Artefakt der Seele zerstört. Und so versuchten unsere drei Helden den Schaden, den sie angerichtet hatten, oder den, der vielleicht noch angerichtet wird, wieder gut zu machen. Die Helden betraten die Astralakademie, um herauszufinden, wo die Wolke der Finsternis hinschwebte. Oh, da oben fliegt Hedwig. Wir hatten nur eines von 3 Artefakten, oder? Es gibt noch das Artefakt des Körpers und das Artefakt des Geistes. So ist es. Und sie sind beide in der Akademie verwahrt. Und weit weniger lebendig als unser Artefakt der Seele. Ich dachte, du ärgerst mich jetzt und gehst einfach mal von der Rampe runter, wenn ich drauf bin. Pack dir noch eine Kiste hin. Ja, du hast aber, glaube ich, gerade noch den Zauberer. Das ist Quatsch. Wenn du normal absetzen... Oh, guck mal, da nur mal so kurz nebenbei, was hier so für kleine Gimmicks drin sind. Der selbstwischende Besen. Was? Besen, sei's gewesen. Ja. Ab in die Ecke. Oder wie ging das? Mitnehmen? Der Zauberlehrling, ich werd bekleppt. Aber schön, was hier so, wie gesagt, für kleine Spielereien drin sind, ja? Ja. So, warum kann ich hier einen Haken dran machen? Kann man die Dinger drehen? Nee. Nope. Na dann, Niente. Und das hier sieht auch interessant aus, was auch immer es ist. Kannst du es kaputt hauen? No. Nee. Das habe ich kaputt gemacht jetzt. Oh, aber da hinten. Den Besen könnte Kestai zu Hause auch brauchen. Ja, ist so cool. Ich würde davon definitiv auch 3 oder 4 nehmen. Da! Ah! Ja, spring du auch noch in den Tod, natürlich. Ich hab gedacht, geht's weiter. Du bist auch eine Nase, ey. Dankeschön. Gut, dass wir den Magier noch hatten. Yep. Mist. Wir hatten hier vorhin so eine Stahlkugel. Die hat irgendwer da runtergeschmissen. Damit hätte man hier die Tür aufmachen können. So, ja. Ich frag mich aber gerade. Wer das war? Ja, nee, nicht das, sondern wie ich hier rankomme. Aber ich sehe es gerade. Da an der Seite ist Geländer, wo man lang krabbeln kann. Hier geradezu jetzt? Dennis, ich bin gerade bei diesem einen Stück Shrine, was ich mir hier holen kann. Komm nur nicht ran. Muss man da so ein bisschen Schwung holen? Nee. Die Treppe im Foyer war ziemlich knifflig. Deine Sensation. Naja, ich sterbe hier gerade öfters. Aber ich will dieses eine Ding da haben. Herr Doktor, du kannst dir ja in der Zeit überlegen, wie wir weiterkommen. Wir müssen nach oben. Ach, die kann man ziehen, die Dinger. Ach, siehst du? Also irgendwie, ja. Mag mein Controller gerade nicht mehr so richtig. Kannst du die da festmachen? Dafür sind die da. Gut, der war jetzt doof, der war zu lang. Ja. Kannst du das mal kaputt hacken, bitte? Merci.
So, jetzt die kurze Variante, dann kommen wir da nämlich auch hoch mit. Richtig. Na gut. Jetzt schon mal rausspringen. Boah. Na, die hätte man über Kreuz machen müssen, ne? Ja. Aber oder einfach schon beide an den einen. So, wie kommt man hier jetzt noch ran? Was sind diese drei Artefakte, Amadeus? Da weiß ich nicht mehr als andere Zauberer. Es sind drei magische Behälter, die vor vielen Jahren in Zwergenruinen gefunden wurden. Nur wenige konnten sich bisher ihre Macht zunutze machen. Wer hat die Artefakte hergestellt? Das weiß keiner so richtig. Zuerst dachte man die Zwerge, aber das ist unwahrscheinlich. Sie ähneln nichts, was die Zwerge sonst herstellen. Wir sollten dahin gehen, wo die beiden anderen Artefakte aufbewahrt werden. Müssen alle leuchten. Dort könnte auch naja, es war ja eben schon, bis du dich drauf gestellt hattest. Aber die Frage ist, was machen wir dann, ne? Weil dann leuchtet die Kiste da oben, aber... Jetzt gehen sie gar nicht mehr an. Hm. Ja, Doktor, probier du doch nochmal dein Glück. Ja. Ich gehe in der Zeit hier mal zu der Kiste hoch. Na, jetzt kriegt das hin. Ja, das sieht so gut aus. Oh. Frage ist jetzt nur, wie gesagt, was machen wir damit? Mach's doch nicht bitte wieder aus. Warum hast du das jetzt gemacht? So. Aber was ich komisch finde, diese Dinger hier an der Seite schießen ja immer Flammen. Ja. Wenn das losgeht, vielleicht muss man das doch länger machen. Und wie gesagt, irgendwie verabschiedet sich hier gerade mein Controller. Akku leer. Nee, der ist laut Anzeige direkt komplett voll. Habe ich auch gestern erst geladen. Der hat aber manchmal so die Macke, dass er nach ein paar Stunden einfach mal ein Reconnect braucht. Oder? Ah, wir müssen wahrscheinlich auf beiden Seiten alle anmachen. Ja. Na, mach mal mit der Kugel. Hast ja eben schon gezeigt, dass du das besser kannst als ich. Das glaubst du nur. Nö, das war wirklich so. Okay. Einer noch. Jetzt. Kein Problem. So, jetzt hier das Tor offen. Das ist schön. Alles? Also wie gesagt, meine Steuerung wird ja gerade immer schlimmer. Das ist nicht cool. Oh, bestimmt. Wir schwimmen einmal nach oben. Sehr schön. Die dunkle Magie hat die Akademie befallen. Ich hab keine Angst vor diesem durchgeknallten Plunder. Hoffentlich stirbt das Zeug so schnell, wie es zum Leben erweckt wurde. Da ist noch einer. Ach. Du sagst ja gar nichts. Na, ich dachte, du kriegst das mal mit oder hilfst einfach oder irgendwie sowas. So hätte ich jetzt gedacht, aber... wie viel sind denn hier, bitteschön? Ich hätte jetzt gedacht, du musst hier noch deinen Sprungangriff machen. Es wird, wie gesagt, gerade immer schlimmer hier mit meinem Controller. Müssen wir mal gucken, ob wir das so durchziehen können. Oder ob wir gleich mal noch einen kurzen Break machen müssen. Wenn nicht. So, das übernehme ich, oder ja. Willst du zaubern? Nee, mach mal.
eigentlich nicht. Du machst es immer am besten. Wie ein Zauberer. Hast du schon. Kommst du mit? Ja. Oh, da war Hedwig schon wieder. Sehr schön. Ich würde erstmal nach links gucken wollen, wenn das okay ist. Nach links, ja. In der Hoffnung, dass da noch irgendwas war. Kannst du auch kurz da warten? Mache ich auch. Sonst bin ich gleich wieder tot. Ah, hier geht's aber noch ziemlich weit weiter. Also muss ich doch daher. Ist nur die Frage, war da jetzt noch was oder eher nicht so? Na, dann lass uns gucken. Bestimmt. Ja, da oben sind noch zwei. Aber mal eine Kiste. Willst du da jetzt wirklich eine Kiste dran kleben? Ja. Nicht? Na, wenn du den Zauberer mal freigibst, würde ich das mal machen. Wenn ich glaube, Kinder nicht dran, du brauchst eine andere. Okay. Oder auch doch. Es geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr springen, ja. Muss hier jede Taste schon dreimal drücken. Ach, ist doch zum Kühlmelken. Na, wie viele Stunden haben wir jetzt auf der Uhr? Zwei. Da kann so ein Controller schon mal versagen, oder? Nee, eigentlich nicht. Also dann zocken wir ja auch länger und... Naja, aber nicht am Stück. Obwohl, bin ich mir gerade nicht... Ja. Da hinten sind noch zwei Trine-Stücke. Yep. Na, das sieht doch aus wie Arbeit für dich. Genau. So. Und jetzt noch das links und dann bin ich zufrieden. Das ist schön. Und dann vielleicht da rechts unten noch gucken, was da ist. Gib mir mal den Krieger. Ist er noch ein Stück weiter? Was ist das eigentlich? Warum ist hier unten nichts? Das finde ich doof. Bin ich jetzt extra rübergekommen, deswegen. Teleportierst du? Sehr gut. Der Magier darf auch mal teleportieren. Und auch gerne mal ja, in den Tod springen. Eieiei. Machst du eine Kiste dahin? Ja, so kann man es auch machen. Geil. An die Wand genagelt, an die Wand genagelt. Hier. Ja. So, wie war das jetzt mit nach vorne? Ja, und dann loslassen. Mit R2. Sehr schön. Wie kommt man da unten an das Trine ran? Gute Frage. Willst du erstmal nachkommen? Schaffst du den Sprung? Ja. Gerade so. Hier gibt es jede Menge Bücher über die Artefakte. Und über uns. Schließlich waren wir in den letzten Jahren mit einem verbunden. Hoffentlich steht da drin auch was über meinen roten Mantel. Was? Jemand hat über mich geschrieben? Wer hat das erlaubt? Also. Ich würde mich mal kurz opfern. Wenn der Doktor mal mitkommt, sehen wir vielleicht auch was. Nee, der Doktor springt auch gleich mit in den Tod. Super Idee. Sehr schön. Vor allen Dingen ohne Ankündigung, ohne alles. Finde ich super. Er sollte doch mitkommen. Ach so. Ja, stimmt. Hast du eigentlich recht. Ja. Hätte ich mich mal genauer ausdrücken müssen. Aber wir sind rangekommen. Wir haben das Ding gesammelt. Haben die 5 Trine-Punkte bekommen. So, wie sieht's aus, Rakete? Was machen wir hier oben? Warte. Kannst du da was mit dem Magier reißen? Mal hochziehen? Ja, genau so.
Geht doch. Auch wenn es wirr aussah, es war sehr gut gemacht. Das ist Quatsch. Und hier haben wir wieder sowas. Die Kugel da rechts brauchen wir. Bitte nicht wieder versenken. Wo soll ich denn hin? Na, hier an die Wand. Achso, oh ja, warte. Nicht wieder versenken. Ach, da kommt eh eine neue. Einfach rüber zu uns. Einfach durch mit Schwung. Jetzt hast du es gemacht. Sehr schön, danke. Und war nur ein so ein blödes Trinding drin. Ja. Aber die brauchen wir ja leider. Richtig. Klau mir doch nicht mein Sprungbrett. Och Manu. Ich wollte doch da oben ran. Hat geklappt. Komm. Dann hau dir gleich die Kugel an den Kopf. Wieso, so hätte man das auch treffen können, ne? Ja. Geh doch mal weg mit deiner riesigen Kugel hier. Okay. Pack doch mal diese Kugel weg. Hier, nimm Krieger. Oder so. So. Bist du da oben ran? Oh. Nicht so. So schon eher. Ah. Kiste? Kiste, die hält. Ein Doktor, der hält. Oh. Ah, warte. Ja, hey. Ah, sag doch was. Merci. Jo, oh, das haben wir auch erwischt. Wir müssen auf die andere Seite. Kannst du mal drehen, bitte? Mit R2 ja, kannst du die ablegen. Na. Ich mach gar nichts. Ja, du hättest R2 drücken müssen. Dann hättest du die Kiste abgelegt. So. Stell sie doch da drauf, wie du es geplant hattest. Das war doch ganz gut. Und dann nur abstellen und nicht dauerhaft zaubern. So. Ganz ruhig bleiben, Braun. So. Ganz ruhig. So, so drauf und so. Jetzt R2. Alles safe. Und jetzt dreh mal bitte. Wie? Na, das Ding hier unten drehen. Hast du doch vorhin auch irgendwie gemacht. Oder hast du gemacht vorhin, glaube ich. Das ist Quatsch. Oder es geht nicht anders, weil wir in diese Richtung müssen. Das kann auch sein. Also, Kiste. Soll ich die da draufstellen? Probieren wir es so. So geht's ja auch. Wunderschön. Bin ich denn jetzt schon wieder... Teleportier dich doch. Du bist daneben gesprungen. 3D und so. Die Planke ist nicht so breit. Oh Gott. Ja, das funktioniert übrigens. Ja, aber ich komme nicht hoch genug. Da fehlt noch ein Stück. Jetzt waren wir dran. Bist du gerade am Ausrasten? Nein. Ich habe mir einen Weg frei gemacht. Und du so? Da ist immer noch eins. Oh, das gibt's doch nicht. Zack. Rakete, da ist immer noch einer. Wir müssen noch höher. Hm. Kannst du da mal eine Kiste drunter stellen? Während ich da hochspringe mit dem Ding? Oh. Oder, nee, hat sich erledigt. Jetzt ging es irgendwie. Okay, dann weiter. Schnell weg hier. Ja. Der Doktor möchte nicht mehr. Über die Artefakte der Macht. Die Artefakte der Macht verwirren und verängstigen auch weiterhin die Zauberer der Astralakademie. Die Artefakte wurden vor 100 Jahren aus alten Zwergenruinen geborgen. Doch nur wenige Gelehrte erwähnen,
dass sich die drei Objekte in einer Art Gefängniskammer befanden, statt in einer arkanen Schatzkammer. Wir wissen nicht genau, was diese Artefakte machen oder weshalb sie existieren, aber sie geben uns das Gefühl, dass sie alle einen eigenen Geist besitzen. Besonders das Artefakt der Seele.